Ladies and Gentlemen, ich genieße gerade mein AG1 zum Wochenstart. Und was sie diese Woche machen, ist eines der innovativsten Maschinen im Bereich des E-Commerce sozusagen, im Bereich des DTG, Direct-to-Garment-Druck, anzusehen. Die Maschine kann nach Angaben von Kont ungefähr 400 Drucke die Stunde. Und es ist ein gewaltiges Teil und wir sind zur exklusiven Vorführung eingeladen. Ich nehme euch mit. Zusätzlich gibt es noch mal eine Modenschau und VIP-Dinner. Und es wird toll in Mailand. Aber jetzt bin ich noch im Office und ich mache mein Anfangsmeeting und dann setzen wir uns ins Auto und fahren einmal schnell rüber. Cheers. AG1. Seitdem ich das trinke, ist mein Umsatz um 20% gestiegen. Und mein Affiliate-Link. Just kidding, ich bin reich. Ich mache kein Affiliate. Also, ab zum ersten Meeting. Kurz das Team zusammentrommeln, Meeting abhalten und dann weg. Ab Richtung Mailand im nagelneuen Q3. Buongiorno, per favore, entrate. Komm, ich zeig dir einmal das Zimmer. So Leute, wir sind jetzt in Milo angekommen, kommst du gerne näher. Ich zeige euch einmal das Zimmer. Ganz schön teuer, für fast 500 Euro. Die Italiener machen wohl nicht mehr, als sie müssen hier rein. Zwei Betten, Fernseher, Spiegel, Klima. Ja, das war's, ne? Aber macht, was es tun soll. Die Nacht hier schlafen. Ja, kleine Vorbereitung hier. Dann geht es auch schon los zum VIP-Dinner, ja? Das machen wir einmal schick. Und dann sieht man sich gleich. Wir sind jetzt bei der Feier angekommen. Erstmal warm werden, erst ein Lachs haben wir schon hinter uns. Und mal schauen, wie sich der Abend entwickelt. Ja. We have many, many guests here from all over the world. So prepare yourself, drink a lot. So, das war die Fashion Show. Das war halt cool. Fashion. So, wir sind hier noch beim VIP-Dinner bei Cornet. Ein bisschen was essen, ein bisschen connecten. Viele Prinzen und die Manndruckerei in Deutschland und außerhalb sind da. Und ja, lass mal den Abend ausklingen und dann geht's morgen zur Messe. Der Grund, warum wir da sind, die Apollo-Maschine. 400 T-Shirts die Stunde, wir lassen schauen. So, an dieser Stelle wird der Abend immer später. Darum ist alles, was jetzt passiert, überhaupt. Wir sehen uns morgen bei der Messe. Wisst ihr, mit wem Reisen gar keinen Spaß macht? Uncle Nash, du bist echt ein toller Mann. Aber warum sollen wir um 8 Uhr als Aufsteller in die Ausstellung der ITMA rein und nicht ganz entspannt ins Fitnessstudio, dann noch was essen? Und dann um 10 Uhr, wenn die Ausstellung öffnet, dann in die ITMA. Nein, getarnt als Aufsteller. Geh mal rein. Vamos. Ich muss erst noch meine Haare machen. Leute, willkommen auf der ITMA, auf der größten Textilmesse auf der Welt. Und was wir heute machen werden, wir werden schauen, was momentan im Trend ist, welche Anlagen im Trend sind, uns ein wenig connecten und euch zeigen, was hinter dem Print-on-Demand-Business alles noch steckt. Ich bin gespannt, Tag 2 in Milan und der Grund, warum wir hier sind. Lasst uns durch die Hallen gemeinsam stürmen und erkunden, was momentan in ist und was es Neues auf dem Markt gibt. Ich bin heute im Kaufrausch. Für Geld ausgeben. Gib mir Anlagen. Punkt 10 Uhr? Ja, okay. Eine Minute zu früh. Aber zu spät ist pünktlich, pünktlich ist zu spät. Das ist deutsche Pünktlichkeit. Unsere Türken aus Gaziantep sind hier ebenfalls vertreten. Ihr fragt euch sicherlich, was die Anlage macht. Ich weiß den Use Case nicht.
Wir springen jetzt in der Kette 1 weiter nach rechts. Wir waren jetzt beim Weben, ist nicht so unser Fall. Darum lasst uns jetzt in die Veredelungsrichtung gehen, in unseren Bereich. Und lasst uns die ersten drei Hallen überspringen. Ja, wir sind bei Kornet. Vertraut. Ist das da hinter dir? Ich denke, das ist die Apollo. So Leute, es ist nachmittags auf der ITMA, wir haben jetzt die Apollo gesehen, geile Maschine. Was kann die Apollo eigentlich? Eine vollautomatisierte Maschine, man muss nur Produkte einlegen. Wie am Fließband werden dann die T-Shirts auf der rechten Seite gedruckt, kommen dann wieder zurück, werden automatisch in den Trockner gelegt. Das ist wirklich Massen, das ist Industrietextilproduktion. Es ist schön, dass DTG langsam an dieses Level kommt, Kornet ist ausschlaggebend dafür. Nochmal, Wahnsinnsgerät an dieser Stelle. Keine Frage, werden wir sie kaufen? Nein, absolut nicht, stand momentan. Ja, das heißt, Market Print hat die Größe noch nicht für solch eine Maschine. Aber wer weiß, was in der Zukunft passiert. Wir wachsen schnell und wir werden sehen, ob wir dann oder Gebrauch dafür haben. Und ja, mal schauen, wer in Deutschland die erste kauft. Ich weiß es nicht. Was denkst du? Weiß auch nicht. Hat noch keiner die in Deutschland? Nee. Also meines Erachtens hat die noch keiner in Deutschland. Aber vielleicht habe ich mir auch geirrt, aber ich denke nicht. Challenge, wer als erstes eine kauft. Außerdem war eine Diskussion über eine weitere Atlas Max, was wir noch nicht zugestimmt haben. Denn auch da müssen wir jetzt mal schauen, ob schon die Zeit gekommen ist. Und da möchte ich transparent mit euch sein. Ihr seid die Community und darum sollt ihr es wissen. Was wir jetzt machen, wir verabschieden uns mal von Druck. Wir haben genug über Druck geredet, wir haben genug Druck angeschaut. Wir gehen jetzt mal Richtung Branding, Richtung Verpackungsmaschinen. Und den ganzen Spaß. Das heißt, wir gehen jetzt mal raus aus Halle 7. Es waren anstrengende 4-5 Stunden jetzt hier. Und reicht. Ich habe keine Lust mehr auf Druck. So, die nächste Anlage war eine kleinere Verpackungsmaschine. Mal schauen, was uns noch erwartet. Wir sind endlich in Halle 9. Kein DTG mehr. Genug DTG für heute. Wie bereits erwähnt. Naja, Verpackungsanlage war gut. Nichts Besonderes. Spart ein bisschen Zeit, ein bisschen effektiver. Aber nee, das ist 0815. Brauchen wir das? Ich weiß, ihr wollt alle immer Stück. Darum bin ich jetzt an der Stückmaschine. So Leute, ich habe jetzt was eingekauft. Die Waschmaschine hinter mir. Wofür brauchst du die? Meine Wäsche. Ja, wir sind fertig. War cool. Bisschen kaputt. Erstmal alles verarbeiten. Und da wir jetzt in Mailand sind, aber bald auch wieder weg müssen, mache ich mir schnell eine Sightseeing-Tour. Und als klassischer Tourist haben wir uns den Dom ausgewählt, den wir jetzt besuchen. Und dann werden wir auch klassisch, weil wir in Italien sind, wie Nishmi vorgeschlagen hat, eine Pizza essen gehen. Trip. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, was da auf der ITMA alles geboten wird und was für Firmen da alles Bestände haben, wo man sich viele Neuheiten anschauen kann, sich weiterentwickeln kann, was gibt es auf dem Markt neu, was ist interessant für unseren Markt. Man muss immer am Ball bleiben, ist auch klar. Und, was gekauft? Ja, fast. Was denn? Erfahrung. Und materielles? Nein, also momentan noch nicht. Aber viele Kontakte ausgetauscht für Stickmaschinen, die hochinteressant sind. Man muss natürlich sich viele Punkte diesbezüglich der neuen Anlagen anschauen, in Kontakt treten und natürlich dann dementsprechend in den Prozess hineingehen. Und wenn das dann sich wirklich bewährt, dass es im Prozess wirklich stabil ist, dann werden wir in die eine oder andere Anlage investieren. Was machst du jetzt? Ich gehe jetzt den komischen Dom anschauen und mich interessiert nur die Pizza. Ja, vielen Dank für das Interview. Ne? Danke auch. Naja, Viva la Italia, hier sind wir am Dom. Was viele nicht wissen, ich liebe das alte Römische Reich und ich habe viel über diesen Ort gelesen, warum es so schön hier zu sein, was viele auch nicht wissen. Wir haben ein großes Latinum und dementsprechend ist ein gewisses Grundinteresse
für das schöne Gebäude hinter mir vorhanden. Larum, Plan ist folgender: ein wenig Sightseeing, bisschen den Vibe hier erkunden in der Stadt, bisschen rumlaufen, bisschen den Flair genießen, eine Pizza essen und ja, das war's dann. Naja, jetzt noch ein wenig die Stadt erkunden, den Vibe hier fühlen, ein paar Facebook-Ads schalten, nee, warte, falsches Programm, eine Pizza essen und Sightseeing. Ja, und hier endet jetzt der Vlog an dieser Stelle. Ich habe hier nochmal ein Video dazu. Ich baue einen ganzen Online-Shop auf zum Römischen Reich. Passt gut, oder? Guter Switch. Schaut euch das Video an, baut euren Online-Shop auf, damit wir zusammenarbeiten, ihr bei uns produzieren können und wir eure Ware schnell versenden. Vielleicht auch mal mit einer Apollo demnächst. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei Philipp, dass er seit 48 Stunden die Kamera hält. Und natürlich an allen Beteiligten, alle, die ich kennengelernt habe. Macht's es gut, man hört sich. Und bis bald.